Wir haben eine Aufschlagannahmeübung gemacht auf dem Halbfeld, wo nach kurzen Erwärmung auch aus dem Halbfeld noch aufgeschlagen, damit die Aufschläge ankommen, wenn das die ersten Aufschläge sind, eine Annahme-Challenge gemacht, also einen kleinen Wettkampf zwischen zwei Annahmespielern, wo es darum ging, dass sie den Ball auf den Punkt annehmen können und sie haben Punkte bekommen. Das heißt, wenn sie den Ball optimal nach vorne gekriegt haben, dass der Zuspieler drei Optionen hat, hat sie drei Punkte gekriegt. Wenn der Schnellangriff nicht mehr möglich war, dann hat der Zuspieler zwei Optionen, dann haben sie zwei Punkte gekriegt. Wenn irgendjemand im Feld den Ball zuspielen konnte, haben sie einen gekriegt. Wenn man sagt, das wird ein Dankeball, null, und wenn beim direkten Fehler minus eins. Sie mussten 25 Punkte erreichen, um zu gewinnen. Und als Bonus, weil sie beide gleichzeitig, also immer abwechselnd gespielt haben, wenn man drei Optionen Annahme geschafft hat, darf man stehen bleiben. Das heißt, wenn man gut ist, richtig gut ist, kriegt man die Chance, gleich nochmal anzunehmen. Ich zähle. Nein, ihr zählt selber, aber ich sage an. Drei, du bleibst stehen. Aus, Wiederholung, nächste. Den habe ich noch, null. Minus eins, null. Stark, drei. Zwei. 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 Gut, Nele, drei. Stehen bleiben. Zwei. Die Bewertung hast du vorgenommen. Ne? Du warst am Netz quasi auf der Zuspielerposition, also das Ziel, wohin die Co-Trainer wurde. In dem Moment, das war ich und auch Matze, wir waren am Netz. Die Spieler haben selber gezählt. Jeder zählt seine Punkte selber laut mit. Und wir bewerten die Bälle. Und da ist es wichtig, dass dann auch die Trainer oder auch die Spieler, wenn das Spieler machen, dass die alle ungefähr im selben Bereich bewerten. Dass nicht einige sagen, das ist für mich eine Drei-Optionen-Annahme, das aber nur zwei und der andere bewertet das anders. Also das muss schon eingespielt sein. Wenn das Spieler machen, muss man denen klar sagen, was für mich als Trainer welche Bewertung ist. Mhm.